Flugplatz hier. Aber hier unten kann man nicht kaufen. Wo kann man dann kaufen? Oben links hier bei. Wie heißt das nochmal? Airport de Genoa. Seid ihr das hier? Ja, ne? Was? Haifischbucht, Aval-Tankstelle, Erdölraffinerie. Ach Gott, schon da oben. Das dauert, das ist doch ganz schnell. Da wird 10 Minuten, 5 Minuten da, 3 Minuten. Ja, einfach nur die Hauptstraße links. So, alles im Auto? Alles im Auto, Gotti. Alle LKWs abgeschlossen? Ja. Wenn nicht, ist es jetzt zu spät. Ja gut, ist nicht meins, aber... Nein, warte, Scherz ist abgeschlossen. Du weißt schon, dass ich jetzt einfach Harakiri machen könnte? Mir tut das nicht weh. Ich wäre darüber nicht sehr erfreut. Komm, ich hoffe, du hast dein Geld eingepackt. Eingepackt? Ja, klar. Hast du eine Bank eingepackt? Nee, Tasche eingepackt habe ich. Boah, das geht ja schon gut los hier. Wir vertrauen einfach mal auf Andys Künste, er kriegt das schon hin. Komm, ich repariere. 11.000, nein. Nein, du darfst ihm nichts ausgeben. Du, er muss 1200, das bezahlen. 1200, ich warte auf SDAW. Wirklich jetzt? Ja. Alter, was hast du geschrottet? Moment, da will ich sehen. Wird ich laufen? Was? Bis der SDAW da ist, dauert das 10 Jahre. Du weißt, wie weit du laufen musst. Du hast Stoppschild, hat er hier gemacht. 4 Kilometer. Nein, ich habe die Leitplanke mitgenommen. Du hast Stoppschild überfahren, die liegt doch vor dir. Das ist zusätzlich, ja. So, auch nochmal das Herbe gerufen. Hab ich doch schon. Ja, die kommt nach 10 Jahren erst. Der ganze Kofferraum ist verzogen, mein Freund. Das Spaltmaß, das stimmt ja gar nicht mehr. Rechts wie links. Das war schon so. Ist da unten was abgebrochen? Nee. Boah, jetzt läuft ja noch Öl raus. Öl war das auch noch gewesen, was? Ja. Mal, das war ein Dreieck, ne? Ja, jetzt brauchen wir Wartreck. 50 Meter Lauf. Wo sperren wir jetzt ab? Vorne, hinten, rechts, links. Ich glaube nicht, dass ich den abschließen muss. Ein alter Kollege von mir auch. Er zerstört einen Helikopter, komplett ausgebrannt. Er geht erstmal hin. Tipp, tipp. Wenn nicht das in einer klaut. So bist du bescheuert. Ah, was weiß ich, was hier mal, so alles rumlaufen. Das ist so geil, ey. Komplett ausgebrannt. Wir stehen echt 10 Minuten. Und ey, feiern. Er geht hin. Schwimmer. Ja. Jetzt ist der Schatzverband wirklich mal loslaufen. Mal schauen, ob du die 4,5 Kilometer vor dem Ding schaffst. Das wäre dann so die interne Wert. Du läufst jetzt, ja? Ja, ich laufe jetzt. Okay. 4 Kilometer. Das ist unsere interne Wette, die Stream-Wette. Wer schafft zuerst? Der SDAW oder also, Schwimmer? Ich kann nach hinten und hole Kohle. Also wenn ich das wirklich zuerst schaffe, gell? Dann hat der SDAW keine Daseinsberechtigung mehr auf dem Server. Also warum dann holst du Kohle? Komm wieder zurück. Ich fahre nicht in zwei Richtungen, hey! Ja, was? So in zwei? Na, ich glaube, ich fahre jetzt erst, wenn der dann wirklich kommt, soll, glaubst du, ich fahre dann zurück, dich holen und dann nach da vorne. Na, ich komme dann schon wieder hingelaufen. Einfach hier warten. Ich habe Angst, mit dir hier zu stehen. Na was denn? Ich habe keine Sachen bei mir, da kann nichts mehr passieren. Ich könnte ja versuchen, hier dich episch auf dich zu springen. Ihr denkt dran, ne? Hier, guck mal, ich renn auf dich und dann. Hui! Oh, da kommt der runter durchkrabbeln. Oh, da kommt der Heli, da kommt der scheiß STHW. Ich schaff's nicht, ich schaff's nicht. Ich seh nichts. Oh, guck mal, aber da ist er ja, wirklich. Da ist er. Jetzt holt ihr. Der kommt zu mir, oder? Nee, er kommt zu uns. Na, scheiße. Noch ist er nicht unten, warte, noch ist er nicht unten. Er muss erstmal. Ist auch eine blöde der fährt, Alter. der fliegt voll auf die Leitung zu. Bitte lass ihn explodieren, ich will nicht. Dann aber bitte auf mein Auto fallen, ja? Komm, wir stellen uns jetzt die ganze Zeit unter ihn. Das wäre mies. Ja, mach das mal.
Top, die Wette gilt. Er drückt euch einfach. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ja, Was haben wir denn für ein Problem? Wir haben das Problem, diese Leitplanke kam mit einer solch hohen Geschwindigkeit auf mich zugerast, dass ich es nicht mehr rechtzeitig schaffte auszuweichen und entsprechend zwei Reifen verlor. Okay. Ach, da bist du ja wieder Schwimmer. Ja, war schon beim Airfield, bin wieder zurückgesprintet. Das wurde mir zu langweilig. Die Felge ist ein bisschen dreckig, aber was ich bin jetzt nicht. Okay. Geht's Ihnen gut? Was hast du gemacht? Hast du ihn umgebracht? Hast du gemacht? Hä? Geh mal weg da, ich versenk ihn. Ich beseitige die Spuren. Scheiße! Hol den Schlüssel da raus. Für den Heli. Nein! Brückt nicht! Meinst du, die Felgen sind leicht verkratzt? Rumpst du uns? Frag ihn mal hingehen, wo seine Schlüssel sind und welche Farbe. Wir bräuchten mal ein STHW für den STHW. Ist das du, das schreibe ich jetzt so. Ich schreibe dir jetzt eine Nachricht per SMS. Leute, was ist denn überhaupt passiert? Wir bräuchten mal ein STHW für ein STHW. Ist er jetzt da drunter gestorben oder was? Ja, und er hat sich da hingekniet. War einfach tot, ey. Vor allen Dingen hast du jetzt zwei Platte Reifen, ne? Viele Reifen ist jetzt auch nicht. Gleich, Cedric. Ist doch nicht wahr. Ich beseitige die Spuren, keine Sorge. Nein, das machst du nicht. Doch, das mach ich. Ich hab dir jetzt geschrieben, ich bräuchte mal Hilfe. Hier ist der Wähler, ist einfach umgekippt. Immer unzählt. Er hat sich in einem Hang auf die Vorderseite eines Autos gelegt. Nachbar, das war kein Kopf. Das war. Als der STHW wieder kommt, sagt er es. Das war eigentlich derjenige. Das ist jetzt so eine Gruppe, die ist Medic und ADAC in einem. Und der sollte jetzt eigentlich mein Fahrzeug reparieren. Und jetzt muss ich eine Medic für den Medic rufen. Ich bin gleich im Wasser. Nein, das machst du nicht ernsthaft jetzt, oder? Wieso nicht? Schwimmer. Ich will nicht schauen, ob der Web wegtreibt. Wenn der andere mit dir kommt, dann können wir uns wenigstens rausreden. Du hast die Hoffnung, dass es ihm mit ein bisschen Wasser wieder besser geht. Und die Kunden auswaschen. Genau. Hier, Heli kommt. Da kommt der nächste. Mal schauen, ob er noch einen braucht. Ja, wir kriegen die ganze Flucht, wenn der STHW steht. Oh, lol, er ist tot. Ich hab ihn umgebracht. Echt jetzt? Ja. Alter. War nicht meine Schuld. Nein, der war irgendwie schon vorher gestorben. Keine Ahnung wie. Unten am Fluss. Aber ich hab STHW-Kleidung. Mein Kollege hat ihren Kollegen runter zum Fluss gebracht, damit er ein bisschen Wasser kriegt. Okay. Der ist hier einfach umgekippt, während er mein Auto reparieren wollte. Ich glaube, ihr Kollege ist jetzt ein bisschen wichtiger als hier die Straße. Er kommt direkt runter ins Wasser. Wisst ihr, erstmal alles in Ruhe hier oben die Barrikaden aufgestellt, der Kollege geht im Arsch vorbei. Schwimmer, wo bist denn du? Spuren beseitigt. Schwimmer? Ja.
Ich glaube, da hinten sind sie. Wo ist er denn? Ist schon tot. Hey, du Saftschubse! Okay. Ich hatte gedacht, der braucht so ein bisschen Wasser. Ich hatte gedacht, der hat jetzt Sonnenstich. Auf einmal kippt der um. da muss ich doch aber nicht direkt ins Wasser rintunken. Bist du denn irre? Ja, das wollte ich ja nicht. Der ist auf einmal... Ja. Sie haben es ein bisschen zu gut gemeint. Er belebt ihn unter Wasser. Schon oh Gott! Oh Gott, nein! Das ist doch kein Fisch! Mensch! Jetzt, wenn der den Dreh an ihn hier bekommt, hat er die ganze Kugel voll auf Wasser. Wie der da liegt. Lassen wir das einfach mal so. Das tritt sich ein. Oh mein Gott. Ein paar Mal drüber laufen. Ich weiß gar nicht, was mit ihren Kollegen los war. Der, Gott, ja. Ist der jetzt auch noch umgekippt? Ach nee, ich dachte schon. Also ihr Kollege war da oben, wollte gerade mein Fahrzeug inspizieren, hat noch was geprummelt von der verkratzten Felge und ja, dann ist er umgekippt. Okay. Wie bitte? War noch ein sehr junger Mitarbeiter. Ja, der Betonung liegt auf wahr. Besten sterben jung, ne? Ja. Der rennt auch da hinten. Der Mitarbeiter. Guck mal, ich hab einen neuen Beruf. Bin jetzt das der Wede. Lol, ich dachte, die sind doch da hinten. Was haben die denn hier? An? In Ordnung. Ja, das bin ich. Er hat den SDR-Wähler ertrinkt, den ersten. Hallo. Boah, sag mir, wenn der SDR-Wähler weg ist. So, und jetzt geht der da hin und wird auch erschlagen. Wetten? Ich glaube, das stimmt. Wird der jetzt auch gleich tot. Scheint bösartig zu sein. Okay. Dann Doppelmord hier. Waren sie zu schnell unterwegs, oder? Ja, das war folgend. Wir kamen von der Brücke aus, wollten gerade zum Flughafen. Aber eigentlich die SDRW-Kleidung würde ich eigentlich verlieren, gell? Mit einer solch enormen Geschwindigkeit auf mich zugerast, dass ich nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte. Folgedessen habe ich auch gleich meine zwei Vorderräder verloren. Okay. Vielleicht hat diese heimtückische Leitplanke ja auch ihren Kollegen auf dem Gewissen. Ich weiß es nicht. Das kann natürlich sein, ja. Ja, wie ihr schon sagt, die Felge ist ein bisschen verbeult, aber das kriegen wir wieder hin. Ja, Hauptsache, sie werden jetzt nicht auch noch erschlagen. Das wäre ein bisschen uncool. Ach, ich sehe gerade, die Reifen hat da schon hier angeschleppt, ne? Die liegen hier schon. Versuche ich, ja, die anzubringen. Okay. Hey, ihr macht mir was mit, ey. Oh Mann. Da denken sie dran, 4 Loch auf 100, ne? Nicht 5 Loch auf 100, bitte. Ah, ich bin vom Fach. Das hatte ja, der andere auch von sich behauptet. Nein, ich wollte ihn jetzt nicht ganz ihre Arbeit verstehen. Ich verstehe, was will. Ja, das schaut doch super aus. So, sieht aber wieder gut aus. Ich prüfe noch eben den Reifendruck. 2,9 sollte reichen. Boah, super. So muss das sein. Wunderbar, vielen Dank. Ja, dann testen Sie einmal kurz. In Ordnung. Bremsen und alles. Lenkung. Ja, schaut gut aus. Ja, tut was es soll. Einmal frei, ne? Wenn sehr was schön. Ist, melden Sie sich aber auf jeden Fall. Bitte? Wenn Sie doch irgendwas feststellen sollten, dann melden Sie sich einfach, ja? Ja, aber natürlich. Da bin ich der Erste, der nach Ihnen schreit. Ungefähr so, Hilfe! Alles klar. Hilfe! Ja, und dann stehe ich schon um die Ecke. Ja, genau. Wunderbar. Vielen Dank dafür. Für die... Ja, dafür Geld.
Ja, ich habe leider kein Bargeld dabei, weil, ja, wir doch eine kleine Spritze vorhanden.